Herzlich willkommen im digitalen Märchenraum. Ich bin Melodie Reich, Erzählerin aus Gelsenkirchen. Und heute ist das hier mein erster Livestream. Die Männer ließen ihm immer noch keine Ruhe. Wer öffnet jetzt den Sarg? Nur Paddy erhören, wer sonst? Mit zitternden Fingern löste Paddy eine Schraube nach der anderen. Dann hob er den Deckel vom Sarg und stellt euch vor, so schwer der Sarg auch gewesen war, er war leer. Und die drei Männer, die standen jetzt ganz dicht hinter Paddy. Wer legt sich jetzt in den Sarg? Paddy wartete die Antwort gar nicht erst ab. Er nahm all seine Kraft zusammen, sprang auf, sprang über die Mauer und rannte über die Felder. Er wusste gar nicht, wohin. Die drei Männer immer schreiend und johlend hinter ihm her. Mehr als einmal hätten die drei ihn fast gehabt, aber irgendwie schaffte es Paddy in letzter Sekunde immer wieder, sich loszumachen. Eine schöne Hetzjagd war das. Endlich sah Paddy in der Ferne ein Licht in einem Haus. Er lief darauf zu. Hilfe! Zu Hilfe! Macht auf! Die Tür, die wurde geöffnet. Paddy stürzte in die Küche. Und wer hatte die Tür geöffnet? Ein großer, dunkler, seltsam aussehender Mann. Paddy war wieder am Beginn seiner seltsamen Reise. Das war zu viel für ihn. Er fiel einfach in Ohnmacht. Da kamen sie in ein Tal voll duftender, schöner Heckenrosen. Sie war noch nie dort gewesen. Sie hatte noch nie so viele Heckenrosen auf einmal gesehen. Tief atmete sie den süßen Duft ein und verträumt pflückte sie sich eine der Rosen ab und steckte sie sich an den Gürtel. Im nächsten Moment teilten sich die Büsche und ein fremder junger Mann stand ihr gegenüber. Er trug fremdländische Kleidung und er schaute sie ganz freundlich an. Seid gegrüßt, junge Frau. Wisst ihr nicht, dass es verboten ist, die Rosen von Carterhoe zu pflücken? Verboten? Ich bin die Tochter des Lords von Carterhoe. Das hier, das sind meine Rosen. Aber sag, wer bist du? Was gehen dich die Rosen von Carterhoe an? Ich bin der Wächter dieser Wälder. So, und warum kenne ich dich dann nicht? Sag deinen Namen. Man nennt mich Tamlin. Janet war erstaunt. Sie schaute diesen schönen jungen Mann fasziniert an. Dann gibt es dich also wirklich. Sag, sind denn die Geschichten, die die Leute sich über dich erzählen, auch wahr? Nun, was die Leute sich über mich erzählen, das weiß ich nicht. Aber eins kann ich dir sagen. Vor langer Zeit, da war ich ein Mensch wie du. Meine Eltern, die starben, als ich noch sehr jung war. Und ich wuchs bei meinem Großvater auf. Der war ein Lord, hier ganz in der Nähe. Eines Tages, da ritt er mit mir auf die Jagd. Und als wir hier in diesen Wald kamen, da kam ein seltsamer, kalter Nordwind auf. Und dieser Wind, der machte mich so müde, dass ich hinter der Meute zurückfiel und schließlich schlafend vom Pferd. Als ich wieder erwachte, da war ich im Feenreich. Seither diene ich der Feenkönigin. Tagsüber bewache ich die Wälder und nachts muss ich zurück ins Feenreich.
Ich sage euch, Janet konnte gar nicht genug hören. Erzähl mir mehr vom Feenreich. Das mache ich sehr gern. Ich weiß einen Ort, wo wir ganz ungestört sind. Komm mit, wenn du dich traust, Tochter des Lords von Carterhoe. Dann plante er schon seinen Tag. Und so war es auch an jenem Tag, an dem unsere Geschichte beginnt. Es war ein Tag im frühen Herbst. Die Nacht war schon kalt gewesen, aber jetzt ging die Sonne auf und ein leichter Nebel stieg vom Boden her auf. Der Bauer stand mit seiner Tasse Kaffee vor seiner Haustüre und sog die frische Luft tief ein. Da hörte er mit einem Male ein Geräusch, das ganz ungewöhnlich war. Er hörte nämlich ein Hämmern. Nun, da sein Haus ganz alleine stand, da fragte er sich schon, wer denn da wohl hämmerte. Er schaute sich um und sah einen riesengroßen Pilz. Der war am Vortag noch nicht da gewesen. Vorsichtig schlich sich der Bauer heran und schaute unter den Schirm des Pilzes. Ja, da saß ein Leprechaun. Schnell griff er zu. Ha, ha, jetzt hab ich dich. Und jetzt wirst du mir sagen, wo ich einen Goldschatz finde. Aber ich weiß von keinem Goldschatz. Ach, natürlich weißt du. Du sagst es mir sofort, sonst schneide ich dir den Hals ab. Tu, was du nicht lassen kannst, aber ich weiß von nichts.